Ah! Oh mein Gott, es gibt Jumpscares. Scheiße. Hallo und hörst du schon? Ah, ich mach ein bisschen leiser. Weg. Keine Grafik kann ich einstellen, aber ist egal. Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, das wird ein Facepalm-Game. Bei Black Rose. Es ist Englisch. Und ich hatte da eben mir den Trailer angeguckt. Und ich hatte das so verstanden. Da gibt es ein cooles Gedicht. Das fand ich richtig cool. Und ich lese es vor, so wie ich es verstanden habe. Sullivan James was blind as a bat. Sullivan James fell down flat. Sullivan James is wither and blue. Sullivan James is coming. Ah! You. Da habe ich mich erschrocken. Erschrocken. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. So, da wollen wir mal. Also, in this mode, you follow the investigations of a mortician who worked as a funeral home many years ago. At a funeral home. Many years ago, before an unknown disaster killed all the employees. Unlike time mode, this mode focuses on the story of Black Rose and is therefore much longer. Your final score will be based on your close calls only as you are not being timed. This mode features a checkpoint system and will remember your previous checkpoint even if the game has been closed. Note, please do not close the game while you see the saving message in the bottom left corner of the screen. Da steht back, nicht saving. Oder machst du einen timed mode? In this mode you are being timed on how quickly you finish the game. Ich mach das. Ich will mich erschrecken. Es lädt. Ja, boah, Leute. Wenn ich jetzt hier... Oh, ach du lieber Himmel. Hell, was ist das denn für eine Tür? Eine Tür ist das. Ah! Kann ich das Licht aus- und anmachen? Ich kann das Licht nicht aus- und anmachen. Ich kann doch nicht auf Escape. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Oh, scheiße, ich bin gespannt. Ich bin gefangen im Spiel. Ich wollte eigentlich... das ist egal. So, ich mich jetzt mal hier durch die Bude. Wo gehen wir denn mal zuerst hin? Da ist eine Tür, die ist offen. Ah, ich gehe erstmal zur geschlossenen Tür und gucke, ob die aufgeht. Da wurden eben die Steuerung erklärt. Natürlich. Ah. Hallo! Ist da jemand? Kann ich die Tür wieder... Ich würde die Tür... Ah! Alter! Ich will die Tür wieder zumachen. Mach Tür... Mach... So, ich guck erstmal in Räume, wa? Da ist der Kaminchen. Kann ich mich ducken? Kann ich irgendwas? Also außer benutzen kann ich nichts. Ich kann aber auch nicht nachgucken. Visitation Room. Das ist der Besucherraum oder Besuchsraum. Da gehe ich noch nicht rein. Was ist das denn für ein Fenster da? Das ist aber dreckig. Da kann man ja gar nicht durchgucken. Ach ja, da hab ich schon. Na gut. Ah, ich glaube, das ist hier dynamisch. Ich muss hier nicht in irgendeinen speziellen Raum. Restricted Area. Authorized Personal Only. Hier muss ich bestimmt einen Key finden. Ich habe kein Zielvisier. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich bin hilflos. Oh. Hier geht es nicht weiter. Gut. Was? Pain and suffering has warped their bodies. Wer malt denn hier mit der Wachsmalstifte an der Wände? Wo gibt es denn sowas, ey? So, jetzt gehe ich in den Visitation Room. Oh, ich glaube... Ah, oh, der ist abgeschlossen.
I guess they were pretty serious about keeping this door shut. I wonder if the keys are around some here somewhere. Okay. Also, das ist das Erste, was ich machen muss. Ich würde mich gerne ducken. Was ist denn da? Ein Holz. Ich kann nur gehen. Ich habe leider eben eine Rezension gelesen. Da stand da drin, wo ich mich gespoilert habe. Ich guck mal unter der Treppe. Ah! Unter der Treppe, weil... Also, das wissen viele nicht. Aber wenn ihr zu Hause bei euch Treppen habt, da hausen meistens die Monster drin. Drunter. Hallo! Hallo! Wer lacht denn da? Fandet ihr meine Aussage jetzt lustig? Hallo! Der Raum ist leer. Also, hier ist ja alles gleich. Ich weiß, dass ich mich gleich erschrecken werde. Ich weiß es. Oder dass mir Gänsehaut runterläuft. Aber das ist okay für mich. Warum geht denn die Tür so auf? Ach, das hier ist, da unten kommen wir her. Okay. Da habe ich unter der Treppe noch nicht geguckt. Ich muss gucken, ob da nichts ist. Ah. Oh. Ah, doch. Da habe ich schon geguckt, da war nichts. Also, ich muss jetzt einen Schlüssel finden für den Visitation Room. Habe ich die Tische schon probiert? Ah ja, da war ich drin. Lass ich auf. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Hier im fremden Haus. Ah, da liegt was. Boss has no, was... Boss says not to go near Myrtle's coffin. Also nicht zu Myrtles Sarg gehen. Why won't the grave digger bury it anyway? Warum sollte der Grabschaufler it überhaupt verbuddeln? It's not like what Boss says. It's true. That it's ist falsch geschrieben. I mean, the dead can't really talk. Nee. Die Toten können nicht wirklich reden. Oder... Gab null Punkte. Schade. War nutzlos. Also, bis auf den Hinweis, dass ich mich dem Sarg nicht nähern soll. Ist das da unten, der Sarg? Ah, ich befinde mich, glaube ich, in einer Kirche. In der Kathedrale. Die finde ich grundsätzlich schon sehr unheimlich. Da müssen sich nette Geister durch die Gegend bewegen. Also, ich habe mit denen keine Verträge. Ich will aber da runter. Runter. Eine Korkwand. Kann ich nichts mit machen. Warum auch immer eine Korkwand hier in der Kathedrale hängt. Aber das ist gar nicht so wirklich eine Kathedrale. Das ist eher so eine Kapelle. It's jammed! But I might be able to force it open. Oh, I would need to ram it a couple of times. Press and hold space. Ah. Und ich hab geschafft. Oh, ist das ein Handy? Ich erkenne doch sofort ein Handy, wenn ich eins sehe. There's a baby monitor here. Strange. Das macht bestimmt gleich so. Wo kann ich das jetzt mit aufnehmen? Nehmen? Hier auf Dingsen? Wo ist mein Inventar? Ach, auf. Ach so. Ich muss auf Tab drücken, nicht auf Escape. Hm, ich könnte mit dem Controller spielen, aber will ich nicht. Und ich würde. How to play. Your score will be based on close calls. Close calls are achieved by getting close to the enemy without letting them catch you. Oh shit. When your score starts increasing, the enemy is dangerously close. Ach so, das sind keine Punkte, die ich mir kriegen muss, sondern das sind Punkte, die ich vermeiden muss. Try to get as many close calls as possible to bring up your score, but be aware that you should not let your close calls with the first enemy last for too long. This enemy is particularly volatile, weiß ich nicht mehr, was das ist, and will quickly catch you if you are close
For too long. Ich muss gucken, was volatile heißt. Volatile ist easily evaporated at normal temperatures. Liable to change rapidly and unpredictably, especially for the... Ist das auch auf Deutsch? In chemistry, volatile is a material quality. Describes how readily a substance vaporizes. Ich kann mir denken, was das ist, aber ich wüsste jetzt keine deutsche Übersetzung dafür. Flüchtig. This enemy is particularly volatile and will quickly catch you if you are close for too long. Also der ist so schnell, aber... Wieso ist der flüchtig? Aber er will mich... catchen. Keyboard and Mouse. Use the arrow keys for WASD to move, hold shift to run. Ah. And move the mouse to look around. Left click to interact, open doors and press tab to pause. Press and hold space to ram doors that are jammed. Also ducken geht nicht. Licht aus und anmachen geht nicht. War nicht. Aber immerhin. Ne. Ich habe eine Orientierung verloren, ne. Mach auf hier. Aber. Hä? Hä? Hallo! Oh. Ja, dann habe ich jetzt alle Räume durch und dann ist gut. Wahrscheinlich auf dem Rückweg begegnen wir jetzt irgendwas. Hallo! Hallo, der Zettel. Ah, da ist noch da. Hallo. Who was that? Irgendwo jemand ist unten. Komm, downstairs oder was? Ah, ich habe jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, aber das ist cool. Seht ihr mich gleich, wie ich mich erschrecke. In 3, 2, 1, hey! Komm downstairs. Welche downstairs? Ach, ihr war noch eben noch downstairs, wo jemand gelacht hat. Da bin ich nicht lang gelaufen. Hier. Und da ist auch noch ein Raum. Family Room. Hi, this door's warped pretty badly. I don't think it'll be able to get open. Danke, ich stand die Treppen runter hier. Chapel. Ich bin gut, wa? Wir kommen also in Chapel. Oh mein Gott! Also, wenn ich hier im Geist begegne. Come downstairs. Ich bin downstairs. Was soll ich tun? Hallo. Hi. Downstairs. Downtown. Things will be better downtown. Ja, ich bin jetzt downtown. Downstairs. Ehrlich. Hier lang gehen. Muss ich hier was auslösen? Hallo. Hallo. Arno? Hier was? Dann geh ich hier wieder runter. Oder bin ich hier nicht gerade runter? Hi! Bin ich doch gerade runter. Aha! La 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 la. Ja gut. Mein Name ist Agent Smith. Agent K. Agent. Mein Name ist Agent Jot. Mein Name ist Agent Scott Clark. Ich befinde mich auf Investigation Tour im Keller eines Hauses, in dem sich eine Kapelle befindet. Jemand hat über ein Babyphone gesagt, downstairs.
Ich werde mich dem natürlich sofort annehmen und forschen. Ich bin jetzt im Keller. Memo an mich selbst. Ich scheiß mir in die Hose. Ich muss mir dringend eine Ersatzunterhose mitnehmen, falls ich mir mal in die Hose scheiße. Also immer eine mehr, als mal Tage unterwegs ist, falls man sich mal in die Hose scheißt. Also, das ist hier alles sehr verwirrend. Also, weißt du, ich verstehe das nicht. Hier, das ist ein Keller und hier ist nicht eine Flasche Alkohol. Oh, ich habe die Orientierung verloren. Ich muss mich nur kurz drehen, dann habe ich vergessen. Hallo! Da müssten die Treppen nach oben. Nee. Da müssten die Treppen nach oben sein. Ja. So. Da bin ich lang gelaufen. Jetzt gehe ich hier lang. Geradeaus. Gleich kommt da oben das Score und dann habe ich... Ich muss mal kurz vertesten. Ich muss mir vor allem Wege merken. Wenn jetzt gleich der Geister kommt und mich verfolgen will, muss ich mir dringend Wege merken. Dann darf ich schnell irgendwo gegenrennen. Ist vorbei. Sonst brauche ich auch keine Unterhose mehr. So. Jetzt muss ich... Oh! Da ist Zettel. Moment. Oh! Ich soll mich nicht müde ins Grab nähern. Her eyes do not look her in the eyes. Die Slenderman, Enderman oder was? The other baby monitor is down here. This is weird. I'm not sure I want to be here anymore. Something feels wrong. Mach das Zeug schon mal auf, hey. Mach mal auf, hey. Hallo. Das kann ich alles nicht nehmen. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. What's going on? Mein Lämpchen flackert. Nein. Ihr habt mich angelächelt, das mag ich nicht. Ich krieg die Tür dazu. Ja, gut. Kann ich jetzt die Chapel da runter? Vielleicht. Downtown. Things will be bad. House is door locked. I know it wasn't earlier. Oh shit. Oh, Schisselmanizzle. Oh ja, stimmt. Das war vorher nicht locked. Okay, die Door ist locked. Und die ist jetzt open. Open. Chapel. Aha. Oh mein Gott. Nein! Ist jetzt vorbei, oder? Ich konnte ja nicht mal weg. Ich konnte doch noch gar nicht weglaufen, Alter! Ja! Ich konnte gar nicht weglaufen. Ich konnte nicht weglaufen. Die dumme Alte da. Geht nicht. Authorized personal only. Pain and suffering warp their bodies. Mhm. Ist mir doch scheißegal. So, ich gehe jetzt nach oben. Dann lacht da oben wieder jemand. Dämliche Fatze da. Is someone here? Nee. Hier, nix. Der Raum ist closed. Ja. Hier unten war, glaube ich, irgendwo noch ein Zettelchen. Die Tür ging noch nicht auf. Da auch nicht. So. Irgendwo. Ich trete der Alten in die Fresse rein.
Dann sieht sie noch hässlicher aus. So. Hör mal, hier, das war eben die Tür, die nicht open war. Die war dann warped. Ach so. Ach so, ja. Dann muss ich hier und hier. Hier war ich hier. Da ist der Zettel. Aber lag da irgendwo noch woanders ein Zettel? Ja, mhm. So, jetzt gehe ich da lang. Muss ich die Tür aufbrechen. Ja. Oh, ein Babyphone. Nimm it. Nimm it in der Hand. Ich sollte dir nicht in die Augen gucken. Ich hab das gemacht? Nee. War nicht richtig. So, ich gehe jetzt wieder downstairs. Hat sich irgendwo ein Schloss entlockt. So, ich renne jetzt runter. Dann laufe ich hier lang. Und hier liegt der, nee, hier liegt der Zettel. Da, hier ist der Zettel. Nimm den Zettel, lies drauf. Jo, guck dir nicht in die Augen. Ja, ich will nicht mehr sein. Ich gehe wieder hoch. Was passiert, wenn ich jetzt runter hochrenne und ich sage dann, komm, not go, not, do not go? Alles klar, dann lass mal Fiki machen. Ich sollte nicht gehen. Hallo. Hi. Oder nicht? Ich wollte ja nicht gehen. Hallo. Ich will nicht gehen. Aber du bist ja nicht hier. Hallo. Hallo. Hey. Wo bist du? Komm, spiel mit mir. Komm und spiel mit mir. Ich muss mich ja umdrehen. Jetzt hab ich in die Augen geguckt. Ah, it wasn't earlier. Downtown, things will be bad. That woman, where did she go? Downtown. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich habe nämlich letztens einen Film geguckt, wo das Lied ständig gesungen wurde. Der Sarg ist nochmal geschlossen. Also, das kann nicht schon mal nicht sein. Da muss jemand anderes sein. Ist die Frage, wer? Muss ich gucken. Ach, scheiße. Ich komme nicht mehr da in den Raum. So, jetzt gehe ich gleich in die Chapel. Gleich. Ich guck nochmal hier. Nee. Und dann guck ich nochmal hier hin rum. Ob da was ist. Ansonsten muss ich tatsächlich in die Chapel gehen. Ich muss in die Chapel. Und dann muss ich. Weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich weiß gar nicht, ob ich mich umdrehen hätte umdrehen können oder so. Ich versuche mal einfach. Alter, du verdammte alte Fotze, du! Ah, ich verstehe. Ich muss ein Kreuz finden! Ich muss ganz dringend ein Kreuz finden! Gott, hilf mir. Ich meine das ernst. Gott, hilf mir. Ich finde das wirklich nicht gut, was du hier abziehst. Und so kam es, dass Gott nicht half. Und Flaschenlimo. Oh, was ist das? X.
lässt sich nicht öffnen. Und da hinten ist nichts. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich die Tempel wieder verlassen muss, um... They stitched him back together. Oh, die haben ihn wieder zusammengenäht. Mit Faden, mit Nadel und Faden. Aber wo? Was ist, wenn ich hier rausgehe? Also ich darf der Alten nicht in die Augen gucken. Ist das war but badly? I don't think it will. Die anderen Türen jetzt wieder auf. Ja, nu. Mann! Muss ich nochmal in den Keller? Ich geh nochmal in den Keller. Keller. Ich komm herunter in den Keller. Au! Oh. Ah! Ein Schlüssel. Und damit muss ich die Truhe öffnen. Jetzt verfolgt mich die Alte gleich wieder. Ah! Mach Platz, du Alte! Ah! 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 Ich renne panisch durch die Gegend, bis es aufhört. Oh, der Geist ist nah. The ghost is nigh. Ah! Lass mich hier raus. Hilfe. Ich werde angegriffen. Okay. Ich kann wieder normal gehen. Gehe in eine Chapel, wo die Alte eben noch stand. Aber die ist ja jetzt weg. Hier hat man wenigstens eine Chance gegen den Geist, dass man wegkommt. Ja. Ich mal öffnen. Hallo. Aha, noch ein Schlüssel. Schlüssel dem Schlüssel. The only way to keep Myrtle in her coffin for good is to lock it. I thought I had locked it before, but someone else must have unlocked it. Either that, or the lid was forced open. There is a key. There is a key in here. It's labeled Myrtle. Take it. Und ein Zettelchen. Ein Zettelchen. Ich glaube, ich gehe jetzt da runter in den Keller und mache den Sarg zu. Ich mache den Hals zu. Und die sollen mir bloß nicht wieder auf den Flur begegnen. Da werde ich nämlich grantig. Also dann werde ich grantig. Da verstehe ich dann wirklich nichts, wenn man einem einen Weg blockiert. Nee. Nee, nee. Das muss wirklich nicht sein. Is she in there? I should probably do what the note said. I need to lock this thing. Lock it. Oh, a silver key fell from inside the coffin. It's labeled V-Room 1. Ich nehme it. Das ist der Visitation Room. Ich konnte gerade nichts machen. Lass mich raus! Nee! Aus! Hat sie mich jetzt oder nicht? Wollen wir dann in der nächsten Folge weitermachen oder was? Machen wir, wa? Ciao!